Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Heute. Werden wir über Tierethik sprechen. Aber davor möchte ich natürlich begrüßen meine Co-Moderatorin Maike. Hallo. Und unsere eine besonderen Gast, unsere Gästin Esther. Hallo. Esther wird heute unsere jüdische Stimme sein und wir werden gemeinsam über Tierethik sprechen. Esther Hirsch ist theologische Referentin beim House of One. Sie ist Kantorin. Und Tierliebhaberin, ähm, Esther, gibt es noch was, was wir über dich wissen sollten? Ja, ich habe nicht nur einen Hund mit, einen furchtbar süßen kleinen Hund, sondern ich habe auch einen Kater zu Hause. Den habe ich, ähm, hört er zu, ähm, <laughs> den habe ich fast noch lieber. <laughs> Aber das, das weiß der Hund nicht. Der Hund ist aber sehr, sehr süß. Und wenn ihr zurückschaut, vielleicht in, die, in den Post und wie wir ihn hochladen, ja. dann werden wir ein kleines Foto von dem süßen Hund, der uns heute hier im Studio begleitet, mit hochladen. Natürlich passend zu unserer Tierethik-Folge folgt uns auch ein Hund. Maike, hast du eigentlich Tiere? Nein, ich habe keine. Ich hätte sehr gerne meinen <laughs> Mann und auch mein Kind. Warum? wollen beide kein Haustier. Ja, warum? Ich kämpfe seit Monaten dafür, endlich ähm, einen Hund. Ich habe, glaube ich, eine Katzenhaarallergie, aber okay. keine Hundehaarallergie. Ich hätte gerne einen Hund, und Sie wollen das nicht. Und ich habe nur einen Hund und einen ich Kater. Würde ich würde deinen nehmen. Ich <laughs> nehmen. Meine Podcast. Kinder das wollten. Meine Tochter hat zehn Jahre daran gearbeitet. Oh. Und im Übrigen, dieser Hund ist allergiegeeignet. Er hart nicht. Das ist ein ähm, mhm. Wollschaf. Ähm, Pelz. Werbung. Mhm. <laughs> Ende. Ich nehme ihn. Also ich, also nicht ich, aber meine Eltern haben auch ein Katze, eine Katze und britisch Kurzhaar und ich weiß nicht, äh, wie deine Katze so drauf ist, aber unsere, die möchte einfach rein und raus, möchte, dass alle Türen offen stehen und aber sich nicht streicheln lassen, nur dann, wenn er es möchte und nur für eine kurze Zeit. Und ähm, ja, so der, der King im Haus und was ich noch sagen wollte. Ich glaube, auch du hast Haustiere, Maike. Jede Person hat Haustiere, die spinnen. Das stimmt. Da hast du recht. Das sollte ein Gag sein. <laughs> äh, genau. Aber ich glaube, du hast das Wesen einer Katze schon auf den Punkt gebracht. Mhm. Oh ja, Wesen. Da sind wir schon, finde ich, so ein bisschen schon im Thema drin. Wesen, Seele. Tiere in den Heiligen Schriften. Also, ich weiß, dass sowohl in, in, in der Tora als auch also in Tanach, als auch in der Bibel, als auch im Koran Tiere vorkommen. Aber welche Tiere kommen denn vor? Also, wir haben sehr viele Prophetengeschichten, Prophetenerzählungen, die auch ähm, gleich sind, sei es jetzt bei Jona, ob jetzt das ein Wal ist oder Wahlähnliches Walähnliches Tier ist. Ähm, bei uns gibt es zum Beispiel Salomo, der mit Tieren sprechen kann. Ich weiß nicht, ob das äh, auch in euren Heiligen Schriften der Fall ist. Wir haben Abraham. Dazu hatten wir auch eine Folge, wo ein Widder äh, geschächtet werden soll. Äh, und und genau. Aber welche Tiere kommen überhaupt vor im Judentum? Wenn ich jetzt sagen sollte, welche Tiere alle im Tanach vorkommen, <laughs> hättest du mir lange vorher Bescheid sagen müssen, damit ich das mal alles durchforste. Okay. Aber Danke, ich, ich kann schon mal sagen, sehr, sehr viel wird der Esel erwähnt. Mhm. Denn... Der Esel war einfach ein Standardtier, ein, ein praktisches Tier, ein genügsames Tier, im Übrigen auch ein ganz schön schlaues Tier. Und insofern sehr beiläufig. Der ist natürlich ein Packtier, der immer dabei ist. Jetzt mal jenseits von den Opfertieren. Mhm. Ähm, von denen, die, mit denen der Mensch gelebt hat, ist, mhm. glaube ich, der Esel ganz weit vorne. Mhm. Und dazu kann ich gleich sagen, der Esel hat auch insofern eine herausgehobene Rolle, es gibt zwei sprechende Tiere in der Tora und das ist einmal ganz, ganz am Anfang die Schlange natürlich <laughs> und dann auch ähm, kommt ohnehin der Esel sehr oft vor. Aber ähm, das zweite Tier ist genau genommen eine Eselin. Das ist die Eselin von Bileam und Bileam reitet dahin, möchte einen König besuchen. Also die Geschichte ist jetzt im Hintergrund, aber die Eselin sieht etwas, was er nicht sieht. Und das macht die Geschichte so besonders. Oh. Und dafür schätze ich sie auch so, dass sie so ein, nicht nur ein störrisches, sondern so ein beharrliches Tier ist, mhm. die eigentlich ganz klar sieht. Biliam reitet also so dahin und die Eselin sieht einen Engel mit einem Schwert stehen. Und was macht ein normaler Esel? Er weicht aus. Mhm. So. Also die Eselin mit Biliam auf dem Rücken weicht aus. Biliam was macht er? Er haut sie. Und ähm, während die Eselin vom Weg abkommt, stellt sich der Engel wieder in den Weg. Und das macht er noch zweimal. Und Biliam haut seine Eselin, weil er möchte, dass sie eben den richtigen Weg geht. Und im Endeffekt legt sich die Eselin dann hin, weil sie weiß schon gar nicht mehr, was sie machen soll. Sie okay. kommt ja an diesem Engel mit dem Schwert nicht vorbei. Und dann nimmt Biliam einen Stock und schlägt sie. So, das geht zu weit. Also öffnet Gott der Eselin den Mund und sie kann sprechen mhm. und sie sagt warum schlägst du mich mhm. und William stellt das jetzt gar nicht in Frage sondern William sagt machst du hier spott mit mir ja warum hörst du nicht ich wollte auf dem Weg gehen und die Eselin sagt habe ich dich jemals enttäuscht habe ich jemals irgendetwas gemacht was nicht in deinem sinne war und da sagt William nein stimmt du hast recht und in diesem augenblick sieht William mhm. auch den Engel. Das mhm. heißt, worum geht es eigentlich? Die Eselin sieht klar. Sie sieht, sie beschäftigt sich nicht damit so, was muss ich morgen kochen mhm. oder was mhm. sagt die Familie, sondern sie sieht ganz klar die wesentlichen Dinge und William, ähm, der ja anschließend einen Auftrag bekommt, muss erst geerdet werden. Der muss erst mhm. klar sehen, wie die Eselin so mal einfach wieder ganz auf die Erde kommen, ähm, die Meinung von jemand akzeptieren, der eben klar im Leben steht. Und dann in dem Augenblick, wo er sagt, stimmt, du hast recht, mhm. da ist er bereit, diesen Auftrag vom Engel zu bekommen. Eine tolle Geschichte. Oh ja. Oh ja, ja, wenn Tiere sprechen könnten, <laughs> Michael. Ich habe mal so ein bisschen überschlagen, also es müssen weit über 100 Tiere sein, die Oi. in der Bibel Erstes und Zweites Testament genannt werden. Und ich habe ein paar aufgelistet, um euch so einen Einblick zu geben. Mhm. Und natürlich fiel mir auch sofort die Schlange ein. Natürlich fiel mir auch sofort die Eselin ein. Der Esel später spielt im Zweiten Testament dann ja auch wieder eine Rolle bei Jesus. Mhm. Jesus reitet auf einem Esel hinein nach Jerusalem. Es kommt der Wal bei Jona vor. Es kommen Löwen vor. Ähm, man kennt Tiere, die vorkommen, zum Beispiel bei der Mückenplage, bei den zehn Plagen. Ähm, das, ähm, es gibt Opfertiere, die vorkommen. Es gibt Tiere, die die Menschen begleiten. Ich habe auch noch aufgeschrieben, dass Einhörner vorkommen in der Bibel. Mhm. Also das ist zwar ein Übersetzungsfehler, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Denn in der Lutherübersetzung, ich glaube, von Anfang des 20. Jahrhunderts, 1917 oder so, da kommen tatsächlich Einhörner vor. Aber wahrscheinlich sind es ähm, Rinder Stiere mit einem Horn, die auch in der bildlichen Darstellung ihn beeinflusst haben, mhm. das ähm, dann Einhörner zu nennen. Also es gibt. Tiere, die vorkommen, die Vögel kommen vor, Würmer kommen vor. Ich habe hier auch noch am Ende meiner Zettel eine ganz lange Liste, wo ellen lang aufgezählt wird, welches einzelne Tier alles vorkommt. Ich glaube, man kann so festhalten, Tiere kommen im Ersten Testament, im zweiten mhm. Testament vor und spielen eine Rolle. Und zwar immer wieder bei sehr, sehr vielen wichtigen Geschichten. Oh ja, also wir haben auch, ich habe jetzt auch 29 Arten ähm, gefunden im Koran. Auch Ameise, Spinne, ähm, ähm, jetzt muss ich vom Türkisch. Oh Gott. Heuschrecke? Nein, etwas größer. Rindwurm? Jetzt, jetzt, Etwas größer. <laughs> Oh mein Gott, genau. Und, und, und ähm, sehr wichtig auch, dass diese Tiere quasi nicht nur als Name vorkommen, sondern auch eine Aufgabe haben oder etwas gemacht haben. Oder zum Beispiel Vogel. Wo kommt ein Vogel vor? Beziehungsweise eine, ein Rabe. Wir haben jetzt Abraham, äh, Adam und Eva gehört ähm, und ein zweiter, die, die, die Söhne, Abel und Kain. Da ist es ja so, dass Kain quasi Abel umbringt und weiß dann nicht, was er mit dieser Leiche machen soll. Und... Äh, dann sieht er eine Rabe, wie diese Rabe eine andere äh, Rabenleiche quasi gräbt in, in, in die Erde. Und dann schaut er quasi dieses Beispiel ab und ähm, gräbt dann ähm, Abel eben. Und das ist quasi nochmal so ein Zeichen, dass das Tiere auch wegweisend. Sein können. Also, es ist nicht so, ah, der, die dumme Rabe, was, was weiß die schon. Ähm, es ist manchmal auch, ähm, ja, wegzeigend, aber auch darüber hinaus. Äh, Tiere kommen äh, vor und haben auch eine. Ja, besondere Stellung. Und manche sprechen auch. Ähm, ich hatte jetzt Salomon erwähnt. Ähm, Salomon spricht mit Tieren. Okay, das war jetzt seine besondere Gabe, dass die Tiere auch mit ihm sprechen. Einst ähm, zählt er so die Tiere und da fällt ihm auf, dass Hutut, da ist so ein Vogel, der heißt Hutut. Äh, wahrscheinlich, weil er so eine Laute von sich gibt fehlt und dann sagt er ja wo ist der 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 ähm, wenn er jetzt mal kommt und ohne Aus, äh, einem triftigen Grund dann wird er schon sehen und dann ähm, kommt hut hut und bringt ihm eine Nachricht äh, über was äh, sich im Nachbarvolk abspielt und bringt ihm quasi eine ja er spioniert halt quasi und, und gibt ihm diese Nachricht. Und, und da sieht man auch so, ja, ah, okay, das kenne ich eher von Filmen, dass Vögel so ähm, Botschafter sind und irgendwie so, die die Message mit sich bringen. Ähm, und, und wenn ich dann quasi diese Stelle lese, dann denke ich mir, ah, okay, das, äh, dass das da quasi auch so als Überlieferung auch äh, drin ist. Es äh, ist, ist sehr spannend. Es geht aber auch andersherum. Es gibt mhm. Tiere, die in den Darstellungen eine große Rolle spielen, aber in der Bibel gar nicht vorkommen. Zum Beispiel, ja. wenn ihr Weihnachten feiert und Krippen aufstellt mhm. oder Krippenbilder habt, dann kommt da sicherlich auch irgendwie der Ochs und der Esel vor. In den Weihnachtsgeschichten kommen diese beiden Tiere aber nicht vor. Die haben sich einfach reingesnickt in den vergangenen Jahrhunderten <laughs> und haben es so richtig gemütlich gemacht also an, äh, zur Weihnachtszeit, aber sie haben keinen biblischen Ursprung. In diesen Geschichten. Aber wir wissen ja, warum der Esel dabei ist, weil er ja, einfach ja. wegweisend ist. Ja. Also er ist auch sonst wann immer dabei. In der Tora lesen wir schon, Abraham ist mit dem Esel ausgezogen ins Nirgendwo mhm. für, für seine Begriffe. Das Volk Israel mhm. ist aus Ägypten ausgezogen durch die Wüste, natürlich mit Eseln bepackt. Ich meine, ein anderes Tier hätte das gar nicht alles mhm. mitgemacht. Ein fantastisches Reittier Tier und wie wir gerade gehört haben noch super schlau und deshalb kommt es immer in allen Erzählungen wieder vor. Und es gibt nämlich da einen schönen Midrasch, also im Talmud wird das auch erzählt. Das fiel mir so ein,, was der Esel so alles ausrichten kann. Da wird von einem Esel erzählt, der mit einem Rabbiner zusammen in ein Gasthaus kam und dort, das kommt auch in der Tora sehr oft vor, dort wird nicht nur der Rabbiner versorgt, sondern eben auch der Esel. Es ist unglaublich wichtig, mhm. wie man mit Tieren umgeht. Das wird in der Tora mhm. immer wieder genannt von an verschiedenen Stellen, dass Tiere first, oh, dass ja. erst das Tier getränkt und versorgt wird und dann der mhm. Mensch. Und daran sieht man schon die Wichtigkeit. Und wo du gerade sagst Tiere first. Da denke ich an die Schöpfungsgeschichten und an die Wichtigkeit, also die Erzählung mhm. mit den verschiedenen Schöpfungstagen und dass die Tiere so am gleichen Tag mit den Menschen erschaffen werden. Und da davor kommen, glaube ich, die Vögel oder Wassertiere, aber die Lebewesen, die Tiere auf der Erde, die die Erde bewohnen, werden am gleichen Tag geschaffen wie den Menschen und machen verdeutlichen aus meiner Perspektive die ähm, Wichtigkeit und die Würde und die äh, Gleichstellung auch. Da muss ich gleich mal einhaken. Mhm. Ja. Denn der Mensch wird als Letztes geschaffen. Weshalb, ja, viele denken Krone der Schöpfung und so weiter. Aber auch hier gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Und da gibt es durchaus die Meinung, der Mensch wurde als Letztes geschaffen, damit er sich immer gewahr ist, dass sogar die Mücke vor ihm erschaffen wurde. Ah, auch eine schöne Interpretation und Sichtweise. Ja. Für mich macht das nochmal eine Deutlichkeit, dass Gott nicht nur den Menschen segnet, sondern auch die Tiere mm. segnet also auch die menschen stehen unter gottes segen mhm. nicht nur die tiere und gerade dieser satz den du gerade ähm, nochmal hervorgeholt hast esther ähm, zielt ja zurück auf diesen satz macht euch der erde untertan missverstanden von vielen menschen aus meiner perspektive auch die tiere sich zum untertan machen und zwar unwürdig mhm. zu behandeln mhm. ich würde da weil es meine perspektive mhm. aus heutiger sicht und so schauen wir ja häufig auf unsere mhm. heiligen schriften immer im, im zusammenspiel im dialog mit mhm. unserer heutigen perspektive den Lebensraum erhalten, Verantwortung zu übernehmen für Tiere, dass sie auf unserer Erde weiterhin leben können und eben nicht ungesegnet, unwürdig behandelt werden sollen, weil sie sind gesegnet, also Geschöpfe Gottes. Aber ja. wir haben natürlich auch immer diese Schwierigkeiten mit den Übersetzungen. Ja. Ja. Ähm, ähm, bezwinget und herrschet. Genau die Erde. Was heißt aber schon herrschen? Ne? Wir mhm. haben da so einen negativen Aspekt. Oh, ein Herrscher oder eine Herrscherin ähm, wird sozusagen in ihrem Willen bestimmen und eben alles untertan. Da, da, da haben wir ähm, den ersten Gedanken davon, dass wir nicht mehr tun können, was wir wollen. Das hat aber einen pflegerischen Aspekt, einen Fürsorgeaspekt. Mhm. Jemand, der ähm, in der Chefposition ist. So sehe ich das heute, so wäre das am besten mit den Chefs, sollte eben gucken, was brauchen meine. Untergebenen, yeah. Untertanen, mm. meine Pflegebedürftigen. Also was muss ich für die anderen tun? Und so ist das hier auch gemeint. Was muss der Mensch, ähm, der ja nach der Mücke gekommen ist, mm. ähm, was muss der machen für das Gesamtpaket? Was? Er hat die Verantwortung genau. aufgeladen bekommen. Das ist eine hohe Verantwortung. Und dem muss man erstmal gerecht werden. Das, das ist, finde ich, auch so ein großer Punkt. Ähm, es gibt, sehr viele Lebewesen ähm, nach, der, nach der koranischen Lehre. Ähm, wir, wir wissen, okay, Menschen, Tiere. Äh, Bakterien, Pilze, da wird es jetzt auch schon eng, die Gin die Engel und dann gibt es aber darüber hinaus noch sehr viele andere Lebewesen. So Und, und nach der äh, muslimischen Lehre ist es so, dass eben auch Tiere ähm, Gottesdiener äh, innen sind und, und eine eigene einen eigenen Gottesgedenken haben. Wir haben ja schon öfters gehört, ähm, Gott hat 99 Namen und, und man sagt, jedes Tier, jede S Tiersorte hat einen oder betet einen bestimmten Namen an. Äh, zum Beispiel die Katzen Rahim. Und, und ähm, hier ist ganz wichtig, ähm wenn eine Person ein Tier quält, dann ist es auch wieder so, als äh, dass man eben diesen Tier, äh, dieses Tier daran hindert, Gottesgedenken zu machen und, und seinen Raum quasi äh, einschränkt und, und ein Geschöpf Gottes quasi äh, daran hindert, äh, seinen Gottesdienst zu machen. Und obwohl das ein Tier ist und dadurch, dass Tiere eben also ich kann mit Tieren nicht reden. Äh, Tiere, ich höre sie auch nicht. Also ich kann mit ihnen schon reden, aber ich, äh, sie, ich weiß nicht, ob sie mich verstehen. Vielleicht mit meinem bayerischen äh, R. Und ähm, da ist eben das Problem, ähm, die Tiere können sich ähm, ihre eigenen Rechte nicht einfordern. Und dadurch, dass wir Menschen quasi das machen können, müssen, haben wir auch die Aufgabe, deren Rechte ähm, auch, auch im Blick zu halten und uns um deren äh, Rechte zu kümmern. Ich würde da ja. gerne noch einen Punkt einhaken oder stark machen, dass ich das so spannend finde, dass in der Schöpfungsgeschichte auch vorkommt, dass der Mensch die Tiere benennt und die Namen gibt. Also das ist auch nochmal ein Punkt, mhm. der eigentlich das, was du Esther gerade gesagt hast, die Fürsorgepflicht, nochmal verstärkt. Und ich würde da sogar noch eine andere Perspektive daneben stellen, dass das Benennen eigentlich ja der erste Schritt ist vor der Wahrnehmung der Welt und vor der Gestaltung der Welt. Also nur wenn ich Dinge auch benennen kann und sie einem Namen, haben und versprachlicht sind, kommen sie auch vor und sind sie Teil meiner Perspektive. Und das mhm. jetzt so als weitere Gedanke schon, was macht das mit Tieren, die nicht benannt sind, die so weit von uns entfernt sind, dass mhm. keine Beziehung mehr stattfinden kann. Und was ich so besonders finde, ist, je nach Kultur haben Menschen ganz, ganz viele Namen für eine Sache. Mhm. Also ich glaube, es gibt ähm, bei den Inuit unfassbar viele Bezeichnungen für die Beschaffung des Schnees. Mhm. Mhm. Und wir haben Matschig und Pulverschnee? Oder das war's? Ich weiß es nicht. Also, was ist, was ist hier? Ich glaube, wir ähm, haben da schon ein paar Okay, mehr. gut, ich und weiß nicht mehr, aber. Ich glaube, das ist die Spinne unter der Juckerpalme. Ähm, es gibt nicht so viele Begriffe in dieser Sprache, ja. wie uns erzählt ja. wird. Das habe ich mal gelesen, nachdem ähm, Fräulein Smillers Gespür für Schnee rauskam, dass das <laughs> nicht so ist. Ähm, ja. Und wir haben auch eine ganze Menge Begriffe, ja. aber ich komme nicht aus so einer schneereichen Gegend und deshalb ähm, habe ich da genau. auch ein bisschen Schwierigkeiten. Aber damit möchte ich stark machen, dass. Ähm, wenn ich weniger Begriffe habe und weniger Wörter dafür, dann betrachte ich den Schnee und beschreibe ihn ja anders als Menschen, die dafür mehr Wörter haben. Das ist der Aspekt, den ich eigentlich stark machen möchte. Mhm. Wenn ich mehr Begriffe habe für eine Sache, die bei mir vorkommt, dann Kommt sie vor. Und so sehe ich einfach, weil ich jetzt, ich übertreibe jetzt, ich kenne nur matschig und Pulverschnee anscheinend. Esther kennt mehr als ich. Aber deswegen kenne ich vielleicht nur diese beiden Formen und habe weniger. Ich würde nicht sagen, nicht absolut keinen Blick dafür, dass der Schnee mir auch anders begegnen kann, aber einfach weniger. Und so verschaffe ich mir mehr Zugang dazu. Und das ist klar, wie das miteinander zusammenhängt, je nach Region und Kultur und, und so weiter. Und was auch einfach präsent ist und was mein Leben beeinflusst. Und da spielt der Schnee eine ganz andere Rolle als für uns heute, wenn überhaupt jemals wieder schneien Und wird. Tiere ja, sind natürlich auch je nach Region unterschiedlich, ob es jetzt ein Esel ist, was überall da ist, oder ein Pferd ähm, oder weiß ich nicht, Heuschrecken. Ähm, genau. Genau. Ich und da die Namensgesetzgebung Namensgesetz ja. finde ich ganz interessant, weil du das gesagt hast. Wenn ich einen Namen für ein Tier habe, dann ist das in meiner Lebenswelt mit drin. Und das war ja mal der Ansatz der zoologischen Gärten, ähm, die Tiere für uns präsent zu machen, damit wir ihre Umwelt verstehen und damit wir sie auch nachvollziehen können und mhm. bestenfalls erhalten können. Ähm, ein Ansatz, den ich mhm. heute nicht mehr so sehe, deshalb finde ich, ist das etwas schwierig geworden mit der Ethik und dem Zoo? Ähm, ja. Stehe ich nicht ganz so dahinter, mhm. aber diese Idee davon finde ich sehr schön. Ja. Mhm. Und vielleicht muss das auch gar nicht unbedingt der persönliche Name sein. Es ist ja unmöglich, jedem Tier einen persönlichen Namen zu geben, aber dass sie bezeichnet sind mhm. und dadurch eine Beziehung stattfinden kann. Und es ist vielleicht auch ein bisschen leidlich, weil es einerseits das Jahrhundert, würde ich sagen, der Tiere ist, weil wir durch Forschung und Mittel so unfassbar viel, Festhalten können von Tieren, was die Menschen in unseren heiligen Schriften noch nicht zur Verfügung hatten. Wir können Aufnahmen machen von Tieren unter oh ja. Wasser. Also, oh ja. dass der Wal anders beschrieben wurde <laughs> äh, in der Jona-Geschichte mhm. vielleicht, als er heute beschrieben mhm. würde, ist irgendwie ganz, ganz klar, würde ich sagen. Und andererseits ist es auch ein Jahrhundert gegen die Tiere, oder? Also die mhm. Industrialisierung, mhm. Ähm, die Tötung, die äh, Massenproduktion mhm. von äh, Fleisch, mhm. die es zur Zeit unserer biblischen ähm, oder heiligen Schriften mhm. nicht gegeben hat. Also, ich würde mhm. sagen, einerseits ist, ist, sind irgendwie Entwicklungen da, auch wenn es um Tierethik geht und mhm. Rechte, die auch verschriftlich sind in unseren Gesetzen für die Tiere und parallel dazu aber auch gegen die Tiere, mhm. was ich in unseren Schriften so nicht vorfinde. Allein, allein dass in Berlin-Spandau zum Beispiel so, so viele Füchse auch. Um die Gegend lau laufen und keine Zweibeinigen. Ähm, also, das zeigt, finde ich, auch, dass wir als Menschen quasi in deren Raum uns, uns Räume verschaffen haben, weil ich glaube nicht, dass das äh, Stadtfüchse sind, die sich denken, okay, jetzt gehe ich mal äh, in KDW einkaufen, sondern ja, also, es sind ähm, diese Grünflächen die einfach übernommen worden sind. Und so ist es tatsächlich auch in anderen Bereichen. Ich sehe also hier auch, Tiere brauchen auf jeden Fall einen Raum, wo sie leben können. Nicht alle Tiere sind Haustiere und da brauchen sie auch natürlich auch dementsprechend Platz und, und ähm, ja, äh, Schutz. Und ganz wichtig, ich sehe auch hier jetzt bei unserem Gespräch, dass Tiere jetzt nicht per se als Opfertiere zum Beispiel vorkommen. Das sind ähm, Tiere, die wichtige Aufgaben haben für sich oder auch für, für äh, als Gottesdiener, sage ich jetzt mal. Und aber auch ähm, nach der islamischen Vorstellung haben auch Tiere deswegen auch eine Seele. Ähm, Sie werden nicht in Rechenschaft gezogen wie Menschen. Das ist der eine Punkt. Also, wir Menschen haben auch eine Seele. Wir werden aber in Rechenschaft gezogen, weil wir selber entscheiden können, okay, war ich jetzt ein guter oder ein schlechter Mensch? Also, ein Hirsch wird jetzt nicht in Rechenschaft gezogen, weil er jetzt irgendwie ein anderes Tier gefressen hat. Das ist dann nicht so, ja, das war jetzt unethisch von dir. Und da unterscheidet sich dann auch wieder. Das Wesen vom Tier zum Menschen. Ich weiß nicht, es, es, haben Tiere bei euch auch irgendwie eine Seele oder so eine Würde? Eine Würde auf jeden Fall. Das wird in vielen Stellen der Tora ausdrücklich gesagt. Man muss das natürlich zusammensetzen. Mhm. Und mit der Seele ist natürlich schwierig. Wir haben hier wieder das Problem. Ah ja. Was ist eine Seele? <laughs> so, um das ähm, klären zu können, müssen wir ein anderes Thema, eine andere Sendung ansetzen. <laughs> <Das ist okay. lacht> Und in, insofern, also ähm, das Wort Seele, also das deutsche Wort Seele, ist im Hebräischen mit verschiedenen Begriffen belegt mhm. worden, je nachdem, wo es hingehört. Was aber sicherlich eine Verortung ist, ist das Blut. Entweder ist das die Seele, was mhm. immer wir uns darunter mhm. vorstellen im blut enthalten oder am blut angedockt um es mal so zu sagen weshalb ich ja auch kein blut wenn ich ein tier esse ein koscheres tier weshalb ich ja das blut nicht mitessen darf mhm. blut spielt eine ganz besondere rolle und wenn ich also davon ausgehe, ich darf das Blut eines Tieres nicht mitessen, und das ist der Sitz des Lebens, mhm. was auch immer Leben ist, mhm. also ich meine, dass das physische Leben können wir mhm. sehen, und wenn das Blut entweicht, dann entweicht auch unser Leben. Das ist schon mal klar. Wenn ich also davon ausgehe, dass der Mensch eher beseelt ist, das würde ich hier, ähm, also es, es gibt einmal so das Leben als Seele mhm. und wir sind ja wir haben ja eine Seele mhm. eingehaucht bekommen, was auch nicht als mhm. Seele beschrieben mhm. ist, sondern als als Hauch, als mhm. das, was uns menschlich macht, das Göttliche, was uns mhm. menschlich macht, das Gegenstück. Und Wie würde das dann beim Tier beschrieben werden? Weil das heißt doch alles, was Odem hat. Oder wurde den Tieren nicht auch der Odem eingehaucht? Mhm. Da, dass den Tieren Odem eingehaucht wird, daran kann ich mich jetzt mhm. nicht erinnern. Ich würde nochmal nachschlagen, aber, aber alle, das nicht. Aber sie haben Blut. Ja. Und ja. wenn sie, und das ist nicht näher beschrieben, und wenn ich ja ihr Blut nicht essen darf, mhm. dann mhm. wird eben auch... Das, was hm. ihre Seele ist, dort enthalten sein. Insofern hm. würde ich persönlich sagen, ja, auch Tiere haben eine Seele. Und soweit ich hm. mich entsinnen kann, werden sie auch zur Rechenschaft gezogen, ja. wenn sie einen Menschen töten. Also, ich ah. muss, ich muss ein Tier hm. artgerecht behandeln, hm. auch wenn ich es töte, um es zu essen. Aber, ähm, ich muss auch, ähm, es nicht extra leiden lassen, also das ist sehr wichtig und es gibt auch verschiedene Ansätze, wann ich sie nicht nehmen darf. Zum Beispiel eben ähm, ähm, es gibt ja den Grundsatz, worauf die ganzen Kaschrut die speisegesetze gebaut sind, dass ähm, Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Dieser Satz klingt sehr skriptisch und ähm, ich glaube, man kann ewig darüber diskutieren, was es heißt, aber jeder kann sich so vorstellen, dass da auch ein ethischer Sinn mitschwingt, wenn ich ein Böcklein in der der Milch seiner Mutter koche. Mhm. Ja, das rührt uns an, dieser Satz. Also, da steckt schon eben auch ein, ein, äh, ein mhm. ethischer Grundsatz hinter. Und ähm, dann darf ich ja auch äh, Vögel nicht aus dem Nest nehmen oder Vögel schießen, die mhm. eben äh, brüten. Also, es gibt so verschiedene Dinge, die mir schon sagen: Ja, da muss ich ja auch was beachten mhm. bei den Tieren auf der Jagd, wie ich sie mir untertan mache. Mhm. Ähm, da würde ich gerne anknüpfen. Die Speisegesetze, die du erwähnt hast, Esther. Es gibt ja viele Seiten lang, wird es beschrieben und sehr ausführlich im Ersten Testament oder in der Tora. Und was ich daran erkenne, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil es ganz häufig dieses Narrativ gibt von vollkommen übertrieben und nicht zeitgemäß gegenüber jüdischen Menschen, die Speisegesetze befolgen. Und was ich dagegen setzen möchte, ist, man. Erkennt doch, oder, oder wie empfindest du das? Man erkennt doch daran, wie sehr darüber nachgedacht wurde und wie viel ähm, Gehalt da drin liegt. Also, es ist etwas, was sehr wichtig ist, genau zu überlegen, wie mit Tieren in der Welt. Und aus Perspektive des Menschen umgegangen ja. wird. Und das so abzutun, also mhm. das ist das, was ich bemerke, ähm, gegenüber jüdischen oder auch muslimischen mhm. Menschen, das sind übertriebene ähm, Vorschriften, die ähm, drücken nur einen Zwang aus. Das ist nicht zeitgemäß. Mhm. Das ist gegen das Tierwohl. Und das macht ja so eine... Und pa parallel dazu haben wir diese Massenindustrie, diese schreckliche Tierhaltung, wo ja. ähm, Menschen, die in großen Schlachthäusern arbeiten, nach kurzer Zeit ausgewechselt werden müssen, weil sie dieses Leid nicht ertragen. Also, wo fangen wir an? Ich mhm. hoffe, ich kann das gerade ein bisschen deutlich machen. Ich will verdeutlichen, dass die Speisegesetze und der Umgang mit Tieren so einen großen Platz hat in den Schriften und so viel darüber nachgedacht wurde und dass das ja Substanz hat. Und ähm, es ist viel zu einfach, da so drüber hinwegzublättern, oder? Ich glaube, <laughs> ja. wenn uns ein Thema immer beschäftigt hat und auch heute noch beschäftigt, ist es, was essen wir? Sowohl eben, oh, was gibt es heute Abend mhm. zu essen? Was bekommen meine Kinder in der Kita? Ja. Wie ist das Schulessen? Ähm, wir machen ein unglaubliches Bramborium um unser Essen. Wir verpacken es schön. Ja. Ähm, wir haben von allem 20 Sorten im Supermarkt. Essen ist ein ganz zentraler Punkt, weil wir können ja nicht ohne Essen sein. Ja. So. Und wie gehen wir damit um? Und das ist natürlich eben auch in der Tora schon so angelegt, weil es so einen enorm wichtigen Faktor für uns hat, weil wir uns davon ja ernähren und wir ähm, essen ja nicht nur um zu leben, wir essen auch, weil es uns schmeckt und wir zelebrieren das auch, weil es mhm. etwas besonderes ist, ja? Nur nur wenn man sieht, wo es wenig gibt, weiß man auch, dass Essen etwas ganz besonderes ist. Und insbesondere mit wenn wir natürlich eben jemand anderem, jemand sage ich jetzt mal, also einem anderen Wesen das Leben nehmen, sollte es einen Grund haben, warum wir das tun, hm. nämlich um uns zu ernähren und nicht um es mal eben schnell wegzuwerfen, hm. also um nur das Beste von einem Tier zu essen und den Rest nicht haben zu wollen, das ist unethisch. Es muss einen Grund haben, dass wir uns von etwas anderem ernähren ja. und dann muss man das auch würdigen. Und insgesamt in den Speisegesetzen, in den Kaschrut, spiegelt sich eben dieses Tierwohl wieder, ähm, spiegelt sich auch Arbeitsethik wieder. Kaschrut umfasst nicht nur ähm, das Speisegesetz Milch ich fleischig trennen oder wie gehe ich mit ja. Tieren um, sondern auch unter welchen Arbeitsbedingungen sind Lebensmittel entstanden? Also es ist eine ganze Welt, die sich darum strickt, mhm. denn wir haben ja schon immer unseren Tagesrhythmus danach ausgerichtet, mhm. wie beschaffen wir uns Essen. Mhm. Mhm. Ja, von der schwierig. Hand in den Mund ist sehr schwierig, sondern wir müssen planen, weil es gibt einen Winter, es gibt schlechte Zeiten, ja. es gibt einen Ernteausfall und das muss alles mit beachtet werden. Das, das ist halt eben so ein großer... Punkt, ähm, da sind wir jetzt auch direkt vielleicht auch bei den Essensvorschriften. Es ist schwierig, äh, nicht nur in Deutschland, in, in sehr vielen Ländern schwierig, an, an, an Fleisch heranzukommen, was zunächst mal vielleicht koscher ist oder halal ist, aber auch darüber hinaus, dass es ähm, in, in so einer ja, äh, würdevollen Art und Weise quasi passiert und nicht diese Massen, äh, Massenproduktion reinfällt. Und da ist, glaube ich, echt. Wichtig, also das alles, was koscher ist, ist ja auch ähm, hellal. Deswegen ähm, ist tatsächlich bei uns auch sehr wichtig. Kannst du das nochmal erklären? Ja. Also, ich weiß, dass ähm, immer wieder Menschen ganz neu in unseren Podcast dazukommen und danke. vielleicht die beiden Begriffe noch nicht gehört haben. Das stimmt. Also zu koscher vielleicht äh, ganz kurz, Esther, möchtest du da? Ich glaube, das Wort Koscher umfasst ja eben nicht nur Fleisch, ja. sondern eben ist etwas, das Koscher kommt von Kaschrut, Kaschrut heißt Speisegesetze, ist etwas den Speisegesetzen entsprechend hergestellt worden, einen entsprechenden Weg gegangen. Und wie du eben gesagt hast, Maike, es ist ein großes, umfassendes Feld, mhm. dafür ist auch eine Extrasendung notwendig, nur Speisegesetze. Okay. Hatten wir das nicht schon mal? Hatten ähm, wir doch schon mal. Nee, oder? Also so explizit nicht, oder? Oh Gott. Kann man bestimmt auch endlos Machen wir mal. drüber sprechen. <laughs> Und wenn wir uns jetzt auf äh, Kaschrut im Sinne mhm. von Fleisch ähm, beschränken, also wie wird Fleisch gewonnen, kann man ja nicht sagen, mhm. sondern wie wird Fleisch geschlachtet, wie kommen wir mhm. dazu, ist es natürlich immer erst mal gut zu wissen, ähm, wir haben ein lebendiges Tier und das Tier muss anschließend tot sein, damit wir es verspeisen können. Mhm. Wer damit nicht zurechtkommt, ist sowieso falsch in dem ganzen Thema, der muss Vegetarier oder Veganer werden. Mhm. Das heißt, wir haben immer einen gewaltsamen Tod. Das ist egal in welcher Form, ja. das, das ist immer das Ergebnis davon. Jetzt fragt man sich, wie kommt man dazu? Und die Kashrut haben schon in der Tora festgelegt, dass dieses nehmen von Leben, dass das zum einen mit dem Minimum an Schmerzen einhergehen muss für das mhm. Tier und deshalb in einer bestimmten Weise geschlachtet werden muss und auch nicht wahllos erfolgen darf. Das heißt, Fleischessen war eigentlich für Schabbat und Feiertage. Das mhm. war etwas Besonderes. Wir müssen uns vorstellen, die Leute sind zum Tempel gegangen, denn die damaligen Priester waren die Schlechter ähm, und haben da ein Tier geopfert, was eben zum Teil aufgehen sollte in Rauch. Zu Gott als Opfer, aber auch immer zu Teilen gegessen wurde. Mhm. Nämlich sowohl die Priester wollten was essen, als auch die Leute, die einen weiten Weg gemacht haben und das Tier mitgebracht mhm. haben. Also, es ist eben eine besondere Zeremonie, dass wir das wertschätzen, was dort gemacht wird, mhm. dass ein Tier ein Leben gibt und uns ernährt. Und deshalb wurde das schon früh festgelegt, wie geschlachtet wird. Und die meisten Menschen, die sich darüber aufregen, dass geschächtet wird, haben sich weder mit Schächten noch, wie du sagst, mit Massentierhaltung beschäftigt. Mhm. Denn es war eine Revolution. Es muss ein sehr scharfes Messer sein, was vorher geprüft wird, ob es auch scharf ist. Und mit diesem Messer wird eben alles durchtrennt. Ich bin, muss ich an diesem Moment sagen, Vegetarierin. Ich kann nicht richtig mitreden. Ähm, es wird mit einem sauberen Halsschnitt sofort alles durchtrennt und zwar alle Nerven und Sehnen, die mhm. vorhanden sind am gestreckten Hals, damit sofort das Schmerzzentrum unterbrochen ist mhm. und auch eine starke Blutung zustande kommt, womit das Tier sofort unmächtig wird, weil das Blut herausfließt aus dem Kopf und ähm, das Bewusstsein aussetzt. Mhm. Das sind die wichtigen Punkte. Ja, natürlich ja, ja. Ähm, muss man sich jetzt dagegen setzen wie wird heute geschlachtet ja. wer hat sich damit beschäftigt ich komme ja aus einer metzgerfamilie dann weiß ich es <laughs> es gibt nämlich ähm, also schächten weder islamisch noch ähm, jüdisch ist in deutschland verboten ja. Aber es mhm. gibt eine Ausnahmeregelung für die Religionsgemeinschaften. Und jetzt müssen wir noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, nämlich zum Nationalsozialismus, wo leider vieles in dieser Welt sich geändert hat. Mhm. Das Schächten war bis 33 erlaubt und 33 wurde das Schächten verboten und auch nach 45 nicht wieder. In Gang gesetzt. Dafür wurde die Hammerschlagmethode als einzige mhm. Schlachtmethode, die ähm, die richtige bzw. die gesetzlich richtige, ähm, wer sich das Wort jetzt auf der Zunge zergehen lässt, weiß, worum es geht. Mhm. Und insofern, das wurde auch nicht zurückgenommen. Das heißt, die Methoden, mhm. mit denen heute geschlachtet werden darf, sind noch immer heute nennt man es Bolzenschuss. Das heißt, das Zertrümmern des Gehirns und ähm, Per Gift, also Stickstoff und ähm, mit Elektroschock eine Betäubung. Das heißt, das Tier soll, bevor es getötet wird, betäubt werden. Mit diesen drei Methoden klingt das irgendwie schön auch nicht. Jetzt stellen wir es nochmal dem Schächten mm -hmm. gegenüber und der Menge. In Berlin werden pro Woche drei, vier Tiere geschächtet damit wir mal wissen, in welcher ja. Größenordnung ja. wir uns befinden. Ja. Und das geschieht mit einer Bracha, mit einer Wertschätzung. Die Tiere dürfen nicht Angst haben. Mhm. Ähm, auf eine bestimmte Art und Weise dagegen haben wir... Ich weiß nicht, wie viele Millionen Tiere damit habe ich mich jetzt nicht beschäftigt in ja. der normalen ja. Haltung. Das Vielleicht ist das jetzt mhm. der richtige Zeitpunkt, mhm. auch nochmal ähm, hervorzuheben, mit wem du dich im Vorhinein noch unterhalten hast, Kybra, und zwar mit einer islamischen Theologin, die sich sehr viel mit Tieren und Tierethik beschäftigt hat. Und was mir im Gedächtnis geblieben ist, du hast es mir vorher erzählt. Sie hat ähm, AfD-Plakate untersucht und mhm. da die Doppelmoral ganz deutlich hervorgehoben. Vielleicht können wir da ja jetzt mal kurz reinhören. Auf jeden Fall. Wir hören jetzt Esma El -Marufi und Ihre Punkte zu diesem Thema? In der Tat können wir zunehmend beobachten, dass die AfD mit dem Thema Tierschutz arbeitet, um gegen bestimmte religiöse Gruppen, hier vor allem muslimische und jüdische Gruppen zu arbeiten, ja gar gegen sie zu hetzen, indem sie eben dieses Thema Tierschutz missbraucht. Das tut sie, indem sie ähm, die ganze Herausforderungen, die mit dem Thema Tiertötung und mit dem Konsum von Fleisch in Deutschland einhergehen. Also alle Herausforderungen von ähm, Haltung von Tieren über Züchtung von Tieren bis hin eben zur Tiertötung reduziert auf die Herausforderung des Schächtens von Tieren. Und genau diese Herausforderung herauspickt und sagt, das ist unser Problem in Deutschland. Mit dem Schächten der Tiere quälen wir eigentlich die Tiere. Und wenn wir das beheben, haben wir mehr oder weniger einige Probleme gelöst. Und damit reduziert sie natürlich das Problem auf ein Minimum, vor allem wenn man berücksichtigt, wie wenige Erlaubnisse es für die Schlachtung überhaupt gibt und ignoriert damit die Herausforderung des Tötens von Tieren insgesamt. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die man beobachtet. Und das Ganze wird umso herausfordernder oder umso skurriler, wenn man aber auf der anderen Seite beobachtet, wie die AfD mit dem Thema Schweinefleisch einen Kulturkampf eigentlich führt, wenn man beobachtet, dass in den letzten Jahren zunehmend in einzelnen Städten, aber auch Länder Deutschlands die Kritik laut wurde seitens der AfD, dass hier in den Kantinen wieder mehr Schweinefleisch zu essen sei und nicht eben weniger, mit dem Verweis darauf, dass es doch nicht darum gehe, dass wir ähm, durch eine zunehmende Islamisierung äh, unseren Schweinefleischkonsum reduzieren und mehr vegetarische Kost anbieten, wir also wieder hin sollen zu mehr Schweinefleisch. Also auf der einen Seite vermeintlich Tierschutz betreiben wollen und äh, das, dass das äh, Töten von Tieren minimieren wollen, insofern man Schächten verbieten möchte, unter anderem auch. Und auf der anderen Seite aber den Aufruf. Zunehmend sogar zu beobachten, dass mehr Tiere zu töten sein sollen. Insofern man sagt, wir sollen mehr Schweinefleisch essen. Also doch ganz skurril das Ganze. Und das zeigt einfach einmal mehr auf, wie ähm, herausfordernd die AfD und wie ähm, viel Hetze die AfD mit diesen Themen um Tiere betreibt. Ja, jedes Jahr kommt ja der Kurbanfest, wo wir eben auch ähm, diesen, man, man nennt sie auch Opferfest, ähm, zelebrieren. Und spätestens dann. Wird ja in Deutschland das zum Thema, das mit der Tierschächtung und mit den Tieren und mit den Plakaten. Und, und hier wird das, das, das bietet sich anscheinend an die Religion in Islam oder auch Judentum ähm, anzuprangern und eben, ähm, dass das so ja, als, als tierverachtend äh, zu präsentieren. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man gerade bei solchen ähm, Plakaten oder ähm, Debatten nochmal einen Blick drauf wirft, was, was wir jetzt vorhin von Esther gehört haben. Und ich meinte ja auch, ähm, Halal ist koscher. Also ich, äh, das, das, was äh, für koscher gilt, gilt auch für Halal. Heißt, das Tier darf nicht gequält werden. Die Haltung des Tiers ähm, ist auch sehr wichtig zu schauen, in welchen Umständen es geschächtet worden ist. Und wie du auch vorhin gesagt hast oder ausgeführt hast, Esther, danke, auch im Detail, dass es in Deutschland gar nicht in der Hinsicht möglich ist, zum Beispiel an Halal-Fleisch ranzukommen. Deswegen wird das auch meistens exportiert. Und Halal ähm, ist nicht immer Halal. Er importiert, meinte ich. Und ich möchte nochmal stark machen, woran Islamophobie und auch die Judenfeindlichkeit in diesem Moment dann sichtbar wird, ist, wenn ähm, die AfD oder andere mhm. diese Punkte so hervorheben, aber zum Beispiel nicht auf christliche Traditionen und mhm. ähm, den Verbrauch oder die Produktion von Tieren eingeht, wie es jetzt zum Beispiel gerade bei der islamischen Theologin hervorgehoben wurde, zum Beispiel die Weihnachtsgans oder mhm. andere Traditionen, Ja, die es auch im. Thanksgiving, im, im, Tutan. Okay, vielleicht in Deutschland weniger Thema, aber. Oh, die Stopfleber. Ja, genau. Das kenne ich gar nicht. Oh mein Gott, es gibt auch unfassbar mhm. krasse Traditionen in Frankreich zum Beispiel, die auch mit äh, Leber zu tun haben. Aber ja, die Stopfleber. Mhm. 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 Genau. Was, was auch ganz wichtig ist für mich, ähm, wir haben jetzt so viele äh, Propheten genannt und, und auch Tiere. Aber wenn es um Tiere und Propheten geht, dann Noah. Arche Noah und, ja, und da genau. sehe ich ganz besonders Artenschutz. Ich meine, Arche, äh, während die Arche gebaut worden ist, hätte auch Noah nur die Menschen mitnehmen können. Aber Gott wollte ja, dass die Tiere von, von äh, ein, ein äh, männliches und ein weibliches Tier quasi auch mitgehen von allen Sorten. Und da sehe ich, wie wichtig es ist, äh, ja die Tiere zu schützen, äh, die, die, den Artenschutz quasi. Das Bienen. Äh, Bienen haben auch eine besondere, ähm, ich möchte jetzt nicht Stellung sagen, aber ein besonderen Wert im Koran. Ein Vers sagt, eine Sure heißt Nahel und Nahel ist die Biene. Und da steht auch, dass die Bienen eine Offenbarung erhalten von Gott. Also auch Tiere können Offenbarungen erhalten. Und da sehe ich, wie vollkommen auch Tiere sind. Wenn ich jetzt an Babys, an menschliche Babys denke, wir haben einen Wachstumsprozess. Wir ähm, können nicht als Baby direkt etwas machen. Aber wenn ich jetzt so ähm, ähm, keine Ahnung mit Zicklein anschaue oder ein, ähm, Entenbaby, Heute sind sie geboren und zack, nach zwei Stunden können die schon keine Ahnung laufen und wissen, was zu tun ist, äh, während Babys jetzt irgendwie noch länger brauchen. Ähm, und, und da sehe ich auch, wie vollkommen Tiere erschaffen worden sind. Natürlich mit der Eingebung Gottes jetzt ähm, nach der islamischen äh, Sichtweise. Und, und deswegen, allein deswegen gilt es auch, so wie auch bei den Menschen bedacht, mit den Tieren umzugehen. Und ähm, genau. Ich würde das gerne noch mal einmal ein bisschen zusammenbinden und zusammenbündeln. Also um äh, das, den Aufschlag, den du gemacht hattest, Esther, oder auch Kübra, das nochmal zusammenzufassen. Ähm, Koscher und Halal oder auch Schächten ist mehr als nur das Essen, also das Sattwerden, sondern es geht um Ritual, um Kultur, um Identität, um Bewusstwerdung, um auch. Schutz, äh, Verantwortung. Also es ist ein unfassbar großer Bereich und um das dann noch mal heranzuholen, was die islamische Theologin auch gerade noch mal so deutlich gemacht hat: ähm, Es ist keine Debatte, die ähm, Schwarz-Weiß zu führen ist, ja, nein, sondern diese ganzen vielschichtigen Dimensionen müssen betrachtet werden und müssen ehrlich mhm. äh, nebeneinander gelegt werden. Und es braucht, und das würde ich jetzt mal aus einer kirchlichen Perspektive sprechen, wirklich dieses Thema Tierethik, mhm. Tierschutz ähm, auch als breites Thema in meiner Kirche. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es ein Papier, was veröffentlicht wurde vor einigen Jahren, aber es hat lange, lange Zeit, Jahrzehnte eigentlich, kaum eine Diskussion oder auch Debatte, eine größere darüber gegeben. Also es ist in der Gesellschaft, glaube ich, ein Thema, was viel mehr in den Köpfen ist als jetzt zum Beispiel in meiner Kirche. Und ich kenne die Impulse, die sagen, wir müssen da hingehen und darüber reden und mhm. das hervorholen. Es ist angelegt, es ist Teil unseres Glaubens, Teil unserer Schriften. Tiere kommen immer wieder vor und jetzt ist der Zeitpunkt, da wirklich in die Tiefe auch zu gehen und nachzudenken und das in die Köpfe zu holen und in die Glaubenspraxis. Mhm. Ja. Du hast vollständig recht, es muss gesamtheitlich betrachtet werden. Es heißt auch nicht, dass ähm, die Kaschrut-Gedanken nicht auch überdacht werden könnten, ob es noch bessere Methoden gibt. Ja. Man muss die Ausgangssituation betrachten, wie es die Schlachtmethoden verbessert hat. Aber der Grundgedanke ist ja zum einen, das Blut nicht mehr zu essen mhm. und zum anderen eben den schnellstmöglichen, schmerzfreisten Tod dieses Wesens, was ich essen werde, herbeizuführen. Mhm. Und das heißt, wenn ich das in Frage stelle, muss ich das Gesamtpaket gewaltsame Tötung zum Zwecke des Verzehrs in Frage stellen. Das heißt, von allen Möglichkeiten, also auch ist der Bolzenschuss das Richtige? Ist der Elektroschock das Richtige? Ähm, man muss auch mit beachten, dass das Bolzenschussgerät nicht immer funktioniert und ähm, wir auch einen erheblichen Anteil haben an Tieren, die also durch diese Art und Weise gar nicht betäubt werden und ihre Schlachtung miterleben. Ja. Also, das ist eben ein großes Thema mhm. und ich würde es gerne mhm. insgesamt überdenken. Ja, und es gibt ja auch da eine Doppelmoral. Also, mhm. ähm, wir finden es, viele finden es befremdlich zu hören, dass Hunde, geschlachtet werden in einigen Regionen der Welt. Mhm. Ähm, und hier sind sie Haustiere oder gerade bei uns hier im Podcast-Studio unterwegs. Ähm, es gibt anscheinend einige Tiere, bei denen ist es ist okay für die, ähm, für einen Großteil der Gesellschaft, dass sie auf so ähm, schreckliche Art und Weise ähm, gezüchtet und geschlachtet werden zum Beispiel Schweine und Hühner, aber andere Tiere wie Pferde, die auch geschlachtet werden mhm. in einigen Regionen mhm. in Deutschland. Ähm, ich erinnere an irgendwelche Jahrmärkte und Feste. Da gibt es die Bude mit Pferdewurst und ähm, ganz mhm. viele finden das ganz schrecklich. Also wie, wie werden Tiere da gewertet? Ja. Ähm, wann gelten sie anscheinend als okay, geschlachtet mhm. zu werden und industrialisiert mhm. äh, produziert zu werden und wann anscheinend nicht? Mhm. Und ähm, interessant finde ich, dass es ähm, in der Bibel oder auch im ähm, Ersten Testament und auch im Koran, so wie ich es bei dir gerade gehört habe, es gibt Opfertiere, es gibt Tiere, die mit den Menschen leben, es gibt ja. Tiere, die dienen. Ähm, ja. die, die haben keine andere äh, Funktion, wie weiß ich nicht, äh, die Mücken zum Beispiel. Es gibt Tiere, die sind anscheinend gefährlich. Also da gibt es schon mhm. auch eine Gruppierung von Tieren. Und wir müssen auch einfach mal in Frage stellen, ich als Haustierbesitzerin von Katze und Hund, den Sinn von Haustieren in unserer europäischen Gesellschaft, ja. die wir im Überfluss leben. Ein Haustier ist wirklich der Ober, Oberluxus, mhm. ähm, sie sind wirklich zunächst Nutzer außer uns zu gefallen mhm. und, Verbrauchen eine unglaubliche Menge an Lebensmitteln, die andere Menschen nicht zur Verfügung haben. Ja. Ist das ethisch? Also, auch da müssen wir uns selber in Frage stellen. Oder eine Katze in ein ganz kleines äh, Haus, äh, eine kleine Wohnung reinzustecken, ist, glaube ich, auch nicht so ähm, Sinn der Sache. Und wo du das gerade sagst, Esther, denke ich daran, gab es nicht beim House of One sogar einen Haustiergottesdienst im letzten Jahr? <laughs> Ich war nicht dabei. Das war in der Marienkirche. Mm, mm. Das ähm, hat, glaube ich, mal die Bedeutung hervorgehoben. Ich möchte da mich jetzt nicht äh, versteifen auf ähm, Inhalte, aber es hat wohl die Bedeutung hervorgerufen, die den Wert der Tiere heute mm, in ja. unserem Leben hier bei uns ausmachen. Mm. Und für viele ist ein Haustier wirklich eine Bezugs- Größe. Das heißt, Menschen sind einsam und haben eben ein Tier, das sie, dem sie grenzenlos vertrauen können, mhm. dass sie zwingt auf die Straße zu gehen und Kontakte zu haben. Also der Wert des Tieres hat sich auch unglaublich geändert. Oh ja, also ich möchte vielleicht hier ganz kurz zwei Anekdoten äh, erzählen. Bei der einen kommt ein Mann in die Hölle. Weil er einen Hund verhungern und verdursten lässt und bei der anderen kommt eine prostituierte Frau ins Paradies, weil sie aus dem Brunnen mit ihrem Schuh Wasser schöpft und einer Katze gibt. Und und das ist halt eben nochmal zu zeigen, wie wichtig ist, wenn du mit Barmherzigkeit einem menschen oder einem tier begegnest wirst du auch barmherzigkeit vom schöpfer erhalten und das ist quasi immer ein so so wichtiger punkt was man nicht vergessen darf ähm, letzte frage darf ich als jüdische person als christliche person als muslimische person auch sagen ich verzichte auf fleisch ist das koscher ist das halal <laughs> Also ähm, ja, auf jeden Fall. Ich würde dann sogar noch mal zurückgreifen, als ihr eben Arche Noah angeführt ja. habt, da fiel mir auch gleich ein, dass ganz zu Beginn gesagt wird, äh, Mensch, äh, die Pflanzen dienen dir äh, zur mhm. Speise quasi, mhm. und erst nach der Arche Noah-Erzählung dienen plötzlich auch die Tiere mhm. neben den Pflanzen mhm. zur Speise. Und man könnte jetzt interpretieren, damit also es ist ja eine gewaltvolle Erzählung mhm. auch. Also wir spielen die ja so ganz hübsch und süß und niedlich mhm. irgendwie nach. Ähm, in sämtlichen äh, Gott Familiengottesdiensten oder Kindergottesdiensten oder im Religionsunterricht das ist eine der beliebtesten Geschichten der Kinder. Eigentlich ist sie ja total grauenvoll und schrecklich. Und man könnte auch interpretieren, okay, damit kam die Gewalt. Und das ähm, Töten von Tieren ist Gewalt. Mhm. Die Frage habe ich wahrscheinlich ein bisschen komisch gestellt, weil ich darauf hinaus wollte, wir haben jetzt davon gesprochen, Fleisch zu essen ist nicht äh, verboten in den Religionen, aber es ist nicht, dass wir es unbedingt jeden Tag zum Beispiel essen müssen. Deswegen, das wollte ich so rauskitzen. Und du hast es ja schon gesagt. Es ist eine Ausnahmegenehmigung <laughs> quasi. Und ich muss aber nochmal darauf zurückkommen du ja. hast nämlich vorhin Noah in den Ring geworfen ja. und Noah <laughs> ist wirklich ähm, die Ausgangsposition für Tierwohl denn nicht nur dass er ja die Schöpfung mhm. ähm, mit also die Tierschöpfung mit in seine Arche genommen hat und im Übrigen um mal mit dem Vorurteil aufzuräumen von jeder Gattung zwei nein von den koscheren hat er sieben mitgenommen. Oh. Oh. Special also, Faktor hier. <laughs> Sonst, wenn wir nämlich ein Stückchen weiterlesen, als das Land wieder trocken war und Noah aufs Land ging, hat er ein Tier geopfert. Das wäre die erste ausgestorbene Rasse gewesen, wenn er nicht mehr als zwei mitgenommen hätte. Oder es Mach's. war ein Einhorn und weg waren sie. Ja, ja genau. Also, aber was will ich damit sagen? Danach hatte Noah ja eine lange Diskussion mit Gott und wie so oft in der Geschichte. Und danach gab es die Noachidischen Gebote. Und die Noachidischen Gebote, das sind die, die für alle Menschen verbindlich sind, die Aussagen eben, dass kein Mensch getötet werden darf, kein Mensch darf einen anderen Menschen töten. Aber auch hier kommen wir zum Tierwohl. Dass der Mensch kein lebendiges Tier essen darf. Das ist ja. eine oberste Richtlinie, eine Ethik. Die noachitischen Gebote sind sind der der die Grundessenz, die uns zusammenhält. So also mit weniger Regeln geht nicht. Wenn wir zusammen leben wollen, muss das eingehalten werden. Das gilt nicht für bestimmte Religionen, sondern für uns alle. Und eins dieser Gebote ist, ich meine eins von sieben. Da das hat mhm. schon Gewicht. Mhm. Kein lebendiges Tier. Hallo, lieber mhm. Austernesser kein lebendiges tier essen mhm. und das bedeutet nicht ein teil abtrennen von einem tier und das essen und auch kein tier im ganzen also eben schon lebendig anfangen zu essen und das ist wirklich eine ein, ein moralische instanz wie ich mit einem Tier umgehen mhm. soll. Das heißt, dass ich es eben wertschätzen soll, wenn ich es esse, dass ich es umbringe. Mhm. Da mhm. kommen ja die Aspekte der Begrenzung, werden da ja ganz deutlich. Vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, der für Menschen heute oder für mich äh, ein wichtiger sein kann. Also durch diese Regeln und die Rhythmisierung des Lebens zwischen Fasten und Festzeiten zum Beispiel. Mhm. Der mhm. Punkt, es ist nicht immer alles verfügbar ja. im Leben. Ja. Das mich... Begrenzt auf eine Art und Weise mir Verantwortung ähm, und auch einen anderen und einen, ja, einen würdevollen Blick auf Erde und Tier, auf Pflanz und ja, Tier und ja. Mensch dadurch geben kann. Das stimmt. Ja. Also ganz kurz noch zum Islam. Entschuldigung, Kübra, Nein, wir alles gut. Wir durchschießen hier ein bisschen deine, <laughs> Nein, deinen alles Moderationsplan. Gut. Es ist sehr spannend. Ähm wir haben so eine Lehre, Riazat heißt das. Man soll gelegentlich, so wie Fasten, auch gelegentlich auf vegan umsteigen, damit sich der Körper von jeglichen tierischen Produkten säubern kann. Und man sagt auch, je mehr man Fleisch isst, desto mehr ähm, kann man auch, das hört sich jetzt wieder blöd an, aber animalisch werden. Und, und dass man da sich quasi ein bisschen rückbesinnt und, und den Körper quasi ruhen lässt, ist es auch äh, eine, eine ähm, Tradition des Propheten zwischendurch auch auf vegan umzusteigen. So, ich, ich merke, wir haben noch eigentlich so viele Themen und das, ähm, das, unsere große Überschrift Tierethik, dem äh, können wir mit einer Folge tatsächlich nicht gerecht werden. Ich möchte mich herzlich bedanken, vor allem bei dir, Esther. Danke, dass du heute da warst. Du Dank hast an auf dich. jeden Fall unsere Folge bereichert. Danke, dass du ähm, mit uns gesprochen hast, dass du deine Stimme äh, mitgegeben hast. Vielen lieben Dank. Ihr erreicht uns wie immer unter der Mail 331 Podcast House-oft-one.org Bis zum nächsten Mal Tschüss Bye Bye Tschüss Und du Paco Wie fandst du die Sendung <laughs> <laughs>